Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück zu einer neuen und weiteren Folge von Fathers Frontier. In der letzten Folge wurden wir leider ein bisschen überfallen. Wir haben es aber ganz gut überstanden. Und ich sehe gerade, unser neues Feld ist so gut wie fertig. Obwohl jetzt gerade alle rüberlaufen und hier auf einmal Dinge tun. Okay, aber ja, es sind nur noch 360 Schritte zu erledigen. Ich sehe hier auch weiterhin, ja, dass nicht gearbeitet werden kann. Und die Frage ist gerade, warum kann nicht gearbeitet werden? Fleisch oder Fisch fehlt, alles klar. Das ist okay. Das kann ich akzeptieren. Hier läuft es. Was sagt der hier? Hier haben wir keinen Mitarbeiter mehr drin. Ach so, stimmt, weil wir hier eine Sammelhütte hatten. Okay, dann muss ich mal überlegen, was wir damit machen weiter. Die Sammelhütte läuft, glaube ich, ganz gut. Ja, das sieht gut aus. Die sind fleißig Lehm am Schüppeln. Und von daher... Okay, ein Dorfbewohner ist leider gestorben. Okay, wir haben hier aber, ich sehe gerade, weiterhin keine Belegung. Jetzt würde ich gerade tatsächlich einfach mal sagen, wir nehmen uns einfach eine. Und zwar, wir haben hier nur ein paar Leute, die eine Basisausbildung haben. Aber ein Bauer, also den da, würde ich tatsächlich ihn jetzt einfach nehmen. Und er ist ab sofort unser Heilkönig. Oder, oh, warte mal. Ein Raubtier greift an. Wir müssen ganz kurz gucken. Warum haust du den denn nicht einfach um? Ach, das ist der jetzt gerade gestorben ist, oder was? Ja. Prima habt ihr es gemacht. Prima. Und jetzt... Jetzt los. Okay. Ja, ich glaube, das war ganz gut, dass wir das Ding hier hingebaut haben. Ja, okay. Ja, passt. Passt. Ein Gebäude benötigt mehr Arbeitskräfte. Ja, wir brauchen jetzt wieder... Wo sind denn die ganzen Arbeitskräfte hin? Wir haben 64 Mann. Ach so, wir haben inzwischen 24 Bauern da unten. Natürlich, die sind natürlich jetzt gerade viel zu übertrieben aufgebaut. Aber es ist okay. Jetzt muss ich ganz kurz überlegen. Was war denn hier? Wirklich gut. Ich glaube, wir hatten letztes Mal die Bohnen, ne? Erbsen, Moment. Wir gucken mal ganz kurz am Marktplatz. Am Marktplatz würde er Bohnen nehmen. Okay, dann würde ich hier tatsächlich die Bohnen anpflanzen. Hallo? So. Hier auch die Bohnen. Hier auch die Bohnen. So, die Bohnen machen was? Unkraut, Unterdrückung, bla bla. Als Pflanzen können Bohnen helfen, die Bodenfruchtbarkeit zu verbessern. Bodenfruchtbarkeit. Das heißt also, wir bräuchten Felsbestand und Unkraut. Anstelle den Bestell. Also Unkraut reduzieren und Steine von den Feldern. Okay. Das würde ja daher sagen, dass das hier dann das ist. Kriegen wir da noch irgendwas zwischen? Nee, ne? Ich glaube, das wäre der kleinste und den kriegen wir nicht dazwischen. Besser als die meisten Feldfrüchte. Okay. Ich glaube, das wäre der kleinste Bogen und den kriegen wir nicht hin. So, und jetzt würde ich tatsächlich nochmal reduzieren. Ich würde hier erstmal 6 einstellen. So. Dann haben wir nämlich wieder ein bisschen Spiel für unsere... Allgemeinheit. Warte mal, auf diesem Feld sind 4. Auf diesem Feld sind 6. Die gehen jetzt gerade alle rüber und bearbeiten das Feld einmal. Okay. Also ab morgen gibt es, oder ab morgen, ab nächstes Jahr gibt es dann Boden für den Tag. Wir haben jetzt für 5 Monate Fressen. Das Feld hier wird jetzt vergrößert. Ich bin jetzt gerade sogar am überlegen, ob wir das überhaupt noch vergrößern. Ich würde es tatsächlich erstmal nicht machen. Ich würde erstmal hier die 4, da die 6. Dann haben wir aktuell wieder 6 Leute, die arbeiten, obwohl wir 9 bräuchten, aber das ist okay. Moment, da greift wieder jemand an. Wir gucken mal ganz kurz, ob wir hier irgendwie helfen könnten. Nein, können wir nicht.
Tuck. So, okay. Das sieht gut aus. Er läuft jetzt erstmal weiter. Er schnappt sich jetzt scheinbar erstmal den nächsten, oder wie? Also ich bin jetzt wirklich am überlegen, hier ist nämlich ein Wolfsbau, ob wir hier nicht noch einen Jäger hinbauen sollten. Weil er jagt da, er jagt da. Okay, warte mal, das machen wir. Der wird schon wieder irgendwas angegriffen. Moment, ich gehe mal schauen. Okay, das sieht gut aus. Weil er jagt ja da, dann würde ich den nämlich jetzt wirklich da ziemlich nah dran bauen. Und dann hätten wir nochmal eine Nahrungsquelle. Und zwar Jägerhütte. So, bauen wir den noch hier hin. It happens. Priorität. Und dann hätten wir da nochmal eine kleine Nahrungsquelle, würde ich mal behaupten. So, Bäckerei, was haben wir jetzt hier noch? Eine Scheune. In einer Scheune kann Vieh für Nahrung, Fell und Milch aufgezogen werden. Vieh muss von einem reisenden Händler am Handelsposten gekauft werden. Okay. Die Frage ist, braucht es später... Wir bauen das jetzt erstmal hier. Wir bauen das aber hier nur aus einem Grund. Ich bin mir nicht sicher, ob wir danach da nicht maybe... eine Umzäunung brauchen. So, bei der Obstplantage sieht es ähnlich aus, aber ich glaube, die Obstplantage, die bauen wir erstmal hier draußen hin, weil ich glaube, dass die am besten hier hin, dann können wir hier noch ein Feld, was wir dafür benutzen könnten. Okay, dann haben wir das. Ich habe in der letzten Folge auch gesagt, dass wir so ein bisschen mit dem Handeln anfangen sollten. Und auch da werden wir jetzt mal ein bisschen was umstellen. Und zwar, wir hatten ja bis dato immer gesagt, wir hätten gerne hiervon 20 Stück. Ich würde jetzt tatsächlich 30 sagen. Und hier werden wir jetzt auch mal ein bisschen was ändern. Und zwar, ich möchte in der Stadt gerne 10 Stück haben. So, und die Rest werden dann rüber. Also in meiner Stadt sollen 10 Stück sein. Ich glaube, das wird so funktionieren. So, 10 Stück auf Lager halten. Okay, jetzt haben wir 11, aber ist okay. Aber auch da, dass wir so ein bisschen immer jetzt handeln können, dass wir da schnell irgendwie immer so ein bisschen Rohstoffe kaufen können. Und das sollten wir nicht nur für jetzt die Schuhe machen, sondern wir sollten das für so gut wie alles machen, was wir selbst produzieren können. Also aktuell machen wir es, glaube ich, nur für die Klamotten. Ich würde noch reintun tatsächlich die Schuhe vielleicht. Ne, die sehe ich nicht. Die Körbe, stimmt, die Körbe waren auch letztes Mal ganz gut gefragt. Das habe ich jetzt mehrfach schon gesehen. Und natürlich Essen. Ne? Also umso mehr Essen wir erzeugen. Wir haben jetzt für 3 Monate Essen Vorrat, was wieder mal sehr wenig ist, muss ich mal sagen. Vor allem, weil wir dieses Jahr, glaube ich, kein Getreide erzeugt haben. Ja, okay, dann wird unser Jäger da oben ganz gut jetzt da auffallen. Wenn er denn gut arbeitet. Was macht er jetzt? Er geht, glaube ich, noch die ganzen Einzelheiten holen. Hallo, jetzt bleibt doch mal stehen, Mann. Jäger. Er hat einen Bogen, er hat ein bisschen Nahrung. Okay, er wird irgendwas tragen gehen. Okay, aber... was ich jetzt gerade sagen wollte. Wir haben jetzt hier das eine Feld, was ab sofort Bohnen gibt. So. Wir haben hier das zweite Feld, was uns ab morgen wieder, also ab nächstes Jahr, wieder Getreide gibt. Wir haben aktuell für 3 Monate Essen, was wirklich wenig ist. Wir haben hier die Schatzkammer, wo immer noch auf Eisen gewartet wird. Das bedeutet, wir haben hier auch irgendwas, was fehlt. Auch da werden wir jetzt mal ganz kurz reingucken. Wir haben Heilkunde, haben wir inzwischen gebaut. Eine Schule haben wir nicht gebaut. Bedeutet, ich würde hier gerne eine Schule hinbauen, die dann auch bestimmt wieder jeden Monat Kohle kostet. Aber ich muss mal ganz kurz gucken. Also die hat tatsächlich so ein Feld. Ich würde ihn dann tatsächlich wirklich hier hinbauen und später ein Gegenstück von dort machen. So. Okay, wir bauen jetzt hier die Schule schon mal hin. Alles, ne? So, geschmückter Stamm, was auch immer das ist. Achso, das sowas ist das. Der hat tatsächlich eine sehr große Range. Und den würde ich dann... Moment, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Wir sind hier noch drinnen. Aber die Mitte wollten wir ja so oder so freilassen. Okay, den bauen wir tatsächlich wirklich dahin. Ich guck mal, warte mal, ich muss noch mal ganz kurz gucken. Nicht, dass der jetzt auch wieder monatlich was kostet. Nee, okay. Alles gut. So, bauen wir hier hin.
So, haben wir auch fertig. So, dann haben wir hier ein Rattenfängerhaus. Aber Ratten haben wir bis dato noch nicht gesehen. Deswegen weiß ich nicht. So, und ein Tempel. Ein Tempel ist natürlich sehr wichtig. Der kostet aber auch wieder monatlich 15 Knatzer. Ne? Also das muss man dann halt auch wieder sehen. So, den würde ich tatsächlich dann eher wieder hier irgendwo hinbauen. Zwecks. Der hat eine sehr große Range. Und es ist auch sehr teuer, deswegen baue ich ihn nicht. Okay. Entschuldigung. So, wir haben hier eine Hütte. Ne, das machen wir nicht. Lager. Wagen hatten wir. Born hatten wir. Schatzkammer hatten wir. Nahrung sind wir gerade alles durchgegangen. Hier haben wir jetzt natürlich noch einiges nicht. Wir haben das und das haben wir. Die Eisenmine haben wir. Gold, Kohle haben wir nicht. Die Sandgrube haben wir auch nicht. Imkerei. Hier werden Bienenstöcke angelegt. Okay, eine Imkerei sollten wir wirklich bauen. Warum sind die gelb? Bedeutet das, die wollen das oder bedeutet das, die wollen das nicht? Wir bauen es einfach mal hin. Mal gucken, was sie sagen. So, Imkerei. Steht da irgendwas drin? Bauen müssen sie Gebäude. Bauern? Okay, dann. Moment. Abreißen. Dann würde ich tatsächlich mit den Feldern bauen. Müssten die dann nicht sogar besser funktionieren? Vor allem jetzt unten mit den. Okay. Imkerei hierhin. Plack. So, wir gucken nochmal in den Bauen rein. Wir haben hier eine Töpferei. Für den Lehm, natürlich. Würde ich tatsächlich auch bauen. Könnte man mit Geld verdienen. Würde ich erstmal hier neben dem Boden bauen. So. Okay. Was haben wir hier noch? Kerzenerzeugung. Natürlich. Brauchen wir jetzt. Seifenherstellung. Natürlich. Warum ist das da oben gelb und hier unten eher nicht so? Da bin ich noch ein bisschen überfragt. Das lassen wir erstmal offen. Was haben wir hier? Holzkohle. Holzkohlemeiler. Der Holzkohle wird verwendet, um Holzkohle aus Stämmen zu gewinnen. Anstatt von Kohle kann bei Bedarf Holzkohle verwendet werden. Reduziert, okay, alles klar, verstehe. Rüstungsschmied, okay, wir brauchen auf jeden Fall einen Rüstungsschmied. Das steht ja fast für mich schon wieder fest. Ja, ich drücke wieder R, ich weiß. Ach, die sind halt alle so teuer. Die sind alle so teuer. Jetzt gehen mir schon wieder die Kohle aus und das ist doch alles nicht schön. Das ist doch alles nicht so schön, Mensch. Okay, aber egal. Wir haben so ein paar Gebäude gebaut. Wir können auch wieder noch paar Wohnräume hier bauen, weil die sind ja jetzt auch wieder ganz gut gefragt, glaube ich. Wir setzen hier mal ein paar hin. So. Okay. Hier müssen wir, die Eisenmine ist natürlich jetzt hier noch ein bisschen im Weg. Das ist mir bewusst, aber können wir gerade nicht ändern. Okay. Ich glaube, wir haben hier jetzt gerade wirklich sehr viele Aufträge offen, deswegen sollten wir hier ein bisschen warten. Also, wir brauchen auf jeden Fall jetzt gleich so schnell wie möglich einen Händler, dass wir da wieder aufstocken können. Also, kohlemäßig. Wir müssen auch mal gucken, dass wir irgendwo Kohle noch herbekommen. Wir kriegen gerade aus den Häusern 9 Gold und 20 vom Markt sind 29. Wir haben eine Ausgabe von aktuell 29, weil ein Haus aus ist. Zwei Häuser aus sind. Zwei Häuser. Und zwar die da und oben der, wenn ich das jetzt gerade richtig gesehen habe. Ja, der hier. Okay, zwei Häuser sind aus. Das ist nicht so toll. Aber okay, kriegen wir hin. Das Ding sieht halt immer noch ziemlich defekt aus mit den. Okay. So. Wir sind überall fleißig am Bauen. Wir gucken mal, wo wir so mit weitermachen. Dieser hier hat sich scheinbar wirklich gelohnt, muss ich sagen. Also der macht da ganz gut Gewinn. Macht er eigentlich mehr? Ja, der macht gewaltig mehr. Würde das dann bedeuten, wenn ich den weiter ein bisschen weiter hochsetze, dass es besser läuft? Nehme an, ja, ne?
Ihr geht wieder jagen, glaube ich. Jäger auf der Jagd. Sehr schön. Er hat was gefunden. Und er ist tot. Schön. Eckkadaver zusammen. Vorratet Fleisch. Okay. Ein reisender Händler ist eingetroffen. Genau dich haben wir doch gesucht. Und wir haben... Ja, wir haben Sachen für dich. Und zwar, wir würden gerne 9 Dinger verkaufen. Wir würden das gerne dahin verkaufen. Wir hätten sogar nochmal 9 für dich, wenn du nochmal 9 haben möchtest. So. Guck mal, so nett sind wir. Und nur, weil ich Kohle brauche. Okay. So. Okay. Und genau so habe ich mir das vorgestellt. Also. Wir haben jetzt damit dann irgendwas um die 300 Gold, 320 Gold. Wir könnten hier noch Lehm verkaufen, wir könnten noch 2 Körbe verkaufen. Auch hier würde ich tatsächlich sagen, ich würde gerne 10 Stück in den Handelsposten tun. So. Wie hier. Hier sind ja, ne, wir können auch hier 10 Stück in den Handelsposten tun. So. Dann würde ich gerne von... Töpferwaren wäre eigentlich auch so ein Bass, ne? Aber egal. Eisen. Weiß ich nicht. Aber Fellmäntel könnten wir herstellen. Also heißt hiervon 10. Hiervon 10. Buch nicht 100, sondern 10. Genau. So, und dann hätten wir so ein bisschen einen kleinen Pool an Sachen, die wir wirklich handeln könnten. Das hier ist zwar nur 6 Gold wert, aber 10 Stück sind 60 Gold. Und 60 Gold wiederum... Wo ist unser Geld hin? Für den Bau? Was für ein Bau? Ach so. Ja, warte mal. Moment. Ich hätte da vielleicht noch was im Angebot. Wir müssen hier noch ein bisschen was verkaufen. Tut mir leid. Geld verkaufen. Inventar. Wir hätten jetzt die 2 Schuhe im Inventar. Wie gesagt, es ist jetzt nicht viel Geld. Ach, der will gar keine Schuhe. Das ist belastend. Wie gesagt, das ist jetzt erstmal nicht viel Geld. Das ist mir auch bewusst. Aber jedes Goldstück gerade wird uns helfen. Wir gucken hier mal. Seife, Kerzen. Auch Kerzen zum Beispiel würde ich gerne immer 10 Stück drin haben wollen. Geben 14, beziehungsweise wenn voll ist, dann 140 Gold. Ich weiß, dass da... Oh, jetzt haut der Händler ab, mit dem ich eigentlich noch handeln wollte. Ja, ist egal. Bier. Oh, 4. Aber okay, hat man noch nichts. So, hier hatten wir jetzt auch wieder 2 Schuhe im Inventar. Die verkaufen wir auch. Dann tue ich das einmal rüber. Und dann haben wir wieder ein bisschen Kohle im Petto. Ihn mache ich jetzt mal ganz kurz aus. So, dass der nicht weitergebaut wird. Die Rüstungsschmied. Sonst verbraten wir jetzt gleich wieder unser komplettes Geld. Wir haben aktuell auch ein bisschen Plus. Aber nur deswegen, weil die 2 noch offline sind. Beziehungsweise aus sind. Von daher, ja okay. Passt. Das und das ist weiterhin aus. Das habe ich ja gerade gesagt. Er fehlt immer noch Schwert. Okay. Haben die jetzt hier eigentlich, da muss ich jetzt mal ganz blöd fragen, haben die jetzt eigentlich hier irgendwelche Rohstoffe Ertrag gehabt? Jo, die haben 450 Bohnen und 104 Getreide. Aber hier war auch irgendein Unkraut drauf, ne? Genau. Hier war Unkraut drauf. Okay. Wir hatten 450, ne, warte mal. Das ist noch auf Lager gewesen. Moment. Das war nur auf Lager. Konnte ich das nochmal sehen? Ach, da unten Ertrag. Wir haben gepflanzt. Okay, 900. Frucht. Bohnen haben die. Und wir haben 750. Okay, das ist eigentlich ganz gut. Das ist eigentlich sehr gut. Ein neuer reisender Händler ist eingetroffen. Wir gucken mal, was er zum Bieten hat. Oder beziehungsweise was er braucht. Wir hätten medizinische Wurzeln. Oh. Tatsächlich würde ich da gerne was von verkaufen, ne? So 17 Stück vielleicht.
Dass wir ein bisschen Kohle noch für den Tag haben. Die zwei Paar Schuhe würde ich ihm auch tatsächlich gerne verkaufen. Sind zwar nur 16 Gold, aber 16 Gold haben oder nicht haben in der aktuellen Situation. Die vier Klamotten würde ich ihm tatsächlich auch schon wieder fast verkaufen. Aber die will er ja gar nicht. Er will uns welche verkaufen. Aber diese 17 Medizin, die würde ich ihm tatsächlich gerne geben. Das sind sie auch schon. Das ist halt nochmal richtig, richtig gut Asche. Das sind 180 Gold, ein bisschen mehr. Und somit hätten wir halt 300 Gold wieder auf dem Konto. Und das reicht auf jeden Fall bis zum neuen Jahr. Okay, er macht hier weiter. Oh, noch einer? Oh, tatsächlich. Geht mal bitte rein. Wen läuft er denn? Ja, noch irgendwo einer? Nein. Wohin läuft er denn? Ah, er läuft einmal um die Mauer rum. Also ist ein schlauer Bär. Es ist ein schlauer, schlauer Bär. Jetzt müsste der Bär aber langsam mal sterben. Der schlaue, schlaue Bär. Okay, der schlaue, schlaue Bär stirbt halt nicht. Also, Moment. Moment. Der schlaue, schlaue Bär stirbt immer noch nicht. Jetzt ist der schlaue, schlaue Bär tot. Okay. Ja. Die ganzen Gebäude sind übrigens fast fertig, habe ich jetzt gerade das Gefühl. Also die ganzen Häuser sind schon fertig. Wir haben inzwischen Wohnungen für 109 Bewohner. Das ist gut. Hier oben ist alles leergefegt. Das ist nicht so gut, aber ist auch okay. Wir haben inzwischen minus 31 Gold. Aber habe ich ja schon gesagt, es ist vollkommen in Ordnung. Wir machen halt, versuchen jetzt halt, drei neue Dorfbewohner zugewandert, drei Dorfbewohner geboren. Ich sag doch, es läuft, glaube ich. Es läuft, glaube ich, ganz gut. Ich würde sagen, es läuft okay. Ja, der nächste Step ist dann, ich möchte das ja hier, das, was wir hier gerade haben, nochmal spiegeln nach da, dann nach hier, dann nach dort. Das ist so mein Traum. Ob das hinhaut, weiß ich noch nicht. Deswegen würde ich dann auch die Mauer tatsächlich so langsam wie möglich oder bald wie möglich dann hier hinbauen. Hier dann nochmal eine Tür. Dann hier hin. Hier nochmal eine Tür. So. Dann hier hin. Irgendwie ist es hier hin. Hier nochmal eine Tür. Dann dort. Hier vielleicht nochmal eine Tür, dass die auch nach oben gehen können. Und dann halt rum. Hier nochmal eine Tür. Und dann so. Das ist der Plan. Also ein relativ großes Areal. Ich bin mir aber immer noch nicht so ganz sicher, wie wir unser Geld bekommen am Schluss. Also das ist so gerade noch so ein bisschen, wo ich mir Sorgen mache. Aber auch da mache ich mir gerade gar keine Gedanken, weil wir es übers Handeln gerade relativ gut hinbekommen. Wir haben wieder 7 Leinenkleider im Sack. Die sind hier eigentlich super fleißig am Produzieren, wenn ich das mal sagen darf. Wir haben auch 6 Schuhe wieder drin. Hier Leinen. Wir müssen halt gucken, dass wir Flachs bekommen. Und Flachs war doch dieser Blödsinn hier, ne? Genau, wir müssten also noch ein Feld haben, wo wir Flachs das ganze Jahr anpflanzen, dass wir da ein bisschen besser zurechtkommen. So, wir gucken mal ganz kurz, was hier noch los ist. Und in der Zwischenzeit sage ich schon mal vielen, vielen, vielen Dank fürs Einschalten und Zuschauen. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen und schönen Tag. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und dann geht es genau hier weiter. Einen Augenblick. Wir gucken noch. Und er überlebt es. Perfekt. Genau hier sehen wir uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, habt einen schönen Tag. Tschüss.